Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Sendung aus dem Landrat. Heute ist am Anfang ein grosses Thema wieder einmal die Universität Basel-Stadt gewesen. Und ich sage es jetzt extra so, weil das partnerschaftliche Geschäft wird immer sehr betont und herausgegeben. Und notabene zahlen wir ja vom Kanton auch etwas dran. Pascal, um was ist es denn genau gegangen? Eine Teilrevision bedeutet, ihr habt Sachen verbessert? Genau, also es ist einerseits um den Universitätsvertrag gegangen und andererseits ist es auch um den Globalbeitrag gegangen, also der Betrag, den die Regelkantone Basel-Stadt und Basel-Land an die Universität zahlen. Beim Universitätsvertrag hat es einige Handlungsfelder gegeben, die man überarbeiten konnte. Darum hat es auch eine Revision gebraucht und entsprechend einen neuen Abschluss vom Universitätsvertrag. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Immobilienstrategie, die man jetzt angeschaut hat. Und man darf wirklich sagen, dass heute die Universität gleichberechtigt von Basel-Land und Basel-Stadt getragen wird. Das ist ein sehr gutes Einvernehmen unter den Regierungen, zusammen auch mit dem Universitätsrat und mit dem Rektorat der Universität Basel. Du hast jetzt eben auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit wieder angesprochen, wie gut das funktioniert. Und trotzdem haben wir ein paar Sachen schrauben. Hast du ein konkretes Beispiel, wie man sich das vorstellen kann? Weil man kann ja nicht den Gesamtvertrag von Anfang an bis zum Schluss durchnehmen. Ja, kannst du mal etwas rauspflücken? Ja, also bleiben wir gerade bei den Immobilien. Dort ist es so, dass die Universität teilweise eingemietet ist in Liegenschaften, die der Stadt Basel gehören. Das heisst, Basel-Stadt hat Mieteinnahmen durch die Universität. Basel-Land hat hier nicht wahnsinnig viel mitreden, weil das nicht die eigenen Räumlichkeiten auch sind. Man hat jetzt ein neues Finanzierungsmodell beschließen können, wo es auch darum geht, dass der Kanton, der Vermieter ist, dass der auch für gewisse Instandsetzungshaltungen aufkommen muss und nicht die Universität. Das heisst, die Universität wird dort auch entlastet. So, dass die Universität sich eben auch fokussieren kann auf Forschung und Bildung. Man hat, vor allem bei der Forschung hat man jetzt auch im Globalbeitrag bedeutend mehr Geld gesprochen und bei den Immobilien hat man entsprechend können über 10% Einsparungen vornehmen. Du hast jetzt gesagt, man hat mehr Geld gesprochen, aber das ist immer so ein bisschen auf und ab. Man hat Rückstellungen, man hat Sachen von früher, man muss nach vorne wieder planen. Geht es der Uni jetzt mit diesen Änderungen nachher besser oder sind sie gut aufgestellt? Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Transparenz erhöht wird. Dass auch klar ist, was man mit diesen Geldern macht. Dass das Geld, das die Kantone sprechen, primär der Bildung zugutekommt, also der Forschung. Dass die Wettbewerbsfähigkeit der Universität Basel im internationalen Vergleich kann auch gestärkt werden und nicht das Geld irgendwo auch für Immobilienkosten versickert. Weiter geht es mit einer Interpellation von Yves Krebs, und zwar geht es um Betreuungsgutschein im Modell für eine Stärkung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Yves, was steckt da dahinter? Wir haben das bei uns in der Partei in einer Fachgruppe angeschaut und dann haben wir festgestellt, dass wir hier Defizite haben im Kanton. Wir haben zwar schon darüber abgestimmt, vor ca. 5 Jahren, aber mittlerweile hat sich ja die Situation auch stark geändert. Und vor allem sind Ganztagesbetreuungen, Betreuungsmodelle sind ein wichtiger Standortfaktor, was auch in einer neuesten CS-Studie herausgekommen ist. Aber sind denn nicht so Modelle eigentlich dort gefragt in den Familien, wo das, die brauchen ja die Struktur. Die wissen doch wahrscheinlich selber besser, was für ein Modell. Wenn dir jetzt von der Politik etwas vorgeht, oder geht es darum, auch Möglichkeiten zu schaffen für in Zukunft, dass man das besser anschauen kann? Uns geht es mit einer Interpellation einmal darum, dass wir Auskunft bekommen über den Status quo und was vor allem in den anderen Kantonen passiert ist in den vergangenen 5 Jahren. Weil da ist einiges passiert, vor allem jetzt mit den Betreuungsgutscheinen. Weil es ist einfach vor allem für berufstätige Mütter ist das sehr viel einfacher oder selbstverständlich auch für Väter, wenn sie nicht angewiesen sind auf die Wohngemeinde mit Betreuungsmöglichkeiten, sondern dass sie die auch haben am Arbeitsort, wenn das Geschäft nicht gerade selber Betreuungsmöglichkeiten anbietet. Sag mir noch etwas mehr zu diesem Betreuungsgutschein. Ich meine, logisch kann man sich vorstellen, man kriegt eine Betreuung, aber auf was für eine Basis ist das gemacht und wie global kann man denn da einsetzen? Das kann man zum Beispiel am Arbeitsort einsetzen oder man kann das auch sonst irgendwo noch einsetzen, damit auch ein Wettbewerb stattfinden kann unter der Kindertagesstätte. Oder zum Beispiel eine Kindertagesstätte spezialisiert sich jetzt auf das Angebot oder auf Sell. Das ist ja alles möglich. Und dann
dann kann man dort den Wettbewerb spielen. Wie ist der Zeithorizont für das? Du hast gesagt, wir wollen nachfragen, wir wollen mal wissen, was die Regierung dazu sagt. Den Zeithorizont müssen wir dann einfach besprechen, das weitere Vorgehen. Jetzt geht es nur mal darum, um Auskunft und auf weitere Forderungen müssen wir dann intern noch besprechen. Weil es ist ja politisch auch nicht sehr geschickt, wenn man nach 5 Jahren nach einer Abstimmung schon wieder mit neuen Forderungen kommt. Und das mit der Interpellation, wie ich gesagt habe, ist ja nicht eine Forderung, ist nur eine Auskunft. Die nächste Interpellation geht ums Thema «Unsere Lehrpersonen fit für die digitale Zukunft machen». Und bei mir ist Martin Dettwiller. Martin, was steckt da dahinter? Das hat damit zu tun, dass natürlich Digitalisierung im Übertritt von der Schule, von den Schülerinnen und Schülern, im Übertritt ins Berufsleben enorm wichtig ist. Die digitalen Kompetenzen müssen da sein. Und darum hat man ja im Lehrplan 21 und auch jetzt ganz neu in der Vorlage, die Monika geschwind heute in Landrat gebracht hat, über die Zukunft von unserer Schule, die Kompetenzen eingebaut mit einem zusätzlichen Fach. Und wir sind auch der Meinung, dass auch die Lehrer müssen fit sein müssen, um da mitzuhalten. Darum habe ich die Interpellation gemacht, dass man schon lange, vor 2 Jahren, dass man sich Gedanken darüber macht, wie können gemeinsam die Lehrer und die Schüler eben den Weg von der Digitalisierung machen. Und heute haben wir in verschiedensten Vorlagen ja da auch Fortschritte gemacht. Also die Regierung hat aufgezeigt, wie dass sie das machen will, dass die Lehrer auch unterstützt werden in dieser digitalen Transformation für den Unterricht. Aber ich finde es gleich verrückt, wie lange das Zeit gebraucht hat. Ich meine, früher war es so, da ist der Computer gekommen, dann hat man von den Lehrern verlangt, dass sie normalen Unterricht weitermachen. Plötzlich hat es dann geheißen, jetzt müsst ihr einen Computer drin. Aber diesen Punkt haben, glaube ich, alle vergessen. Die Lehrer sind die, die immer alles haben müssen selber zuerst herausfinden. Meinst du, ist es noch zeitgerecht, das jetzt überhaupt zu machen? Oder müssen wir wirklich gerade mit einer ziemlich grossen Offensive dort reingehen, damit man auch nach vorne denkt? Weil wenn die Lehrer jetzt etwas erst gelehrt kriegen, dann können sie es auch erst in ein paar Jahren wieder vermitteln. Also ich beurteile das so, das ist ein Prozess. Das darf nicht einfach nur eine Aktion sein und dann flacht das wieder ab, sondern das muss bei der pädagogischen Hochschule natürlich auch anfangen. Die Lehrer, die jetzt in die Schulen gehen, für die Schulen parat gemacht werden, die müssen das im Unterricht eigentlich auch schon mitbekommen, dass sie dann eben fit sind, wenn sie vor der Klasse stehen, dass sie die Digitalisierung können mitmachen können. Und dann gibt es natürlich solche, die jetzt Unterstützung auch brauchen, dass sie den Wandel mitmachen können. Und da hat man jetzt eben auch grosse Fortschritte gemacht. Da können Einzelne Weiterbildungen machen und da erhofft man sich im Schneeballeffekt, dass dann das auch an Kolleginnen und Kollegen kann weitergegeben werden. Also ich bin als Interpellant happy. Es hat zwar lange gedauert, aber das Resultat hat sich gelohnt. Ich glaube, da hat der Kanton Basel-Landschaft heute einen grossen Fortschritt gemacht, wie er Digitalisierung in den Schulen will vorantreiben. Und auch in den Infrastrukturen, oder? Sind wir heute viel, viel weiter. Ich habe das letztens auch gesehen bei der Einweihung vom Sekundarschulhaus in Laufen, wo meine Tochter ist. Unglaublich moderne Infrastrukturen. Also da ist man wirklich parat. Und jetzt müssen auch die Leute noch mitkommen, damit man die Chancen nutzen kann und damit unsere Kinder, um das geht es schlussendlich, dann auch eine gute Chance haben im Übertritt ins Berufsleben, wo das einfach vorausgesetzt wird. Du und ich müssen auch fit bleiben.